So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. In der letzten Folge ging es jetzt eindeutig sehr, ich weiß nicht, meinungstechnisch hoch explosiv her, würde ich sagen. Und dann haben keine Sorge, ich habe mit dem Shuffle-App hier schon abgesprochen, ich habe mit ihm geredet und er konnte das, glaube ich, auch, glaube ich, einen Teil nachvollziehen, aber es war mal so eine Art Meinungsspaltung immer noch mit drin. Die Frage ist, was Commander Krieger da anders gemacht hat, war folgendes meiner Meinung nach. Und zwar ging es in dem Moment um ein Event, was er auf seinem Kanal veranstaltet hat. Das heißt, ein Kanal-Event, und es war nicht mehr praktisch das Event der King of Webseite. Er hat halt zieht eine große Community hinter sich her, was, glaube ich, auch schon gar nicht vom King of Web intendiert wurde. Das heißt, die Teilnehmer an King of Web sind oder sollten gewählt werden ursprünglich von Leuten, die die Person gar nicht kennen und sie erst kennengelernt haben und als gut empfunden haben, soweit ich das jetzt ganz bedenke. Oder hoffe ich zumindest mal. Kann sich darüber jetzt streiten, kloppen und ähnliches. Jedenfalls war die Frage unter anderem bei mir, ist es eine gute Sache oder ist es eine schlechte Sache? Die habe ich mir natürlich dann selbst alles komplett überlegt, ist natürlich klar. Und da hat jetzt keiner gesagt, ist gut hier, stimmt's einfach ab, gut, Ende. Ich hab es als selbst persönlich von mir aus als gute Sache erachtet und deshalb das auch befürwortet eigentlich. Und um ihn dann persönlich zu unterstützen dabei, weil ich natürlich in dem Fall auch dafür war, dass er gewinnt. Na klar, ist eine tolle Aktion, die er da eigentlich geplant hatte. Er selbst hatte durchaus sehr viele Vorteile gehabt. Also wenn man sich mal spaßeshalber auf Social Play die Statistiken anguckt, dann sieht man da doch sehr schnell eindeutig, dass er sehr für Aufregung, gesorgt hat und also praktisch sehr, sehr viele Neuzugänge auf seinem Kanal hat, unter anderem. So, also er hat dadurch schon mal auf jeden Fall auch für sich dann nochmal einen weiteren Vorteil bekommen. Gut, wie sagst du, von dem Geld, was er gewonnen hat, hat einen zweiten Platz gemacht, muss er auch noch Steuern ein bisschen abbezahlen, 30% oder so, das heißt, geht auch mal was runter und im Endeffekt wird nicht so viel übrig bleiben. Aber dennoch, er wird wohl, denke ich mal, einen Teil spenden, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Es wird jetzt nicht alles in Form von Preisen oder raushauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich würde jetzt lügen, sorry, kann ich nicht sagen. Jedenfalls, ich fand es einfach in dem Moment, als Person oder von Person zu Person zu unterstützen, okay. Und ich habe, ehrlich gesagt, auch gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich war jetzt gerade im Stream drin und es ging spontan. Ich habe mich dann von einer Minute dazu entschieden, ob ich jetzt ein Video mache oder nicht. Keine Ahnung, ob mir das jetzt im Nachhinein anzukreiden ist, dass ich praktisch andere, ich formuliere es jetzt gerade mal so normal, wie es ist, oder auf ehrliche Art und Weise, ob ich damit andere manipuliere, für ihn abzustimmen, ohne dass sie dabei nachdenken und einfach blindlings folgen und sie praktisch dazu anstifte, so in der Art, wenn man das nachvollziehen kann. Ist natürlich nicht so geplant gewesen. Ich habe dann einfach schon gesagt, okay, da sind das am Laufen. Was ist das? Da ist das Video, guckt nach. Und wie könnt ihr ihn unterstützen? Da könnt ihr draufklicken, da geht's zu King of Web. Nur wer möchte, wer Bock hat und wer nicht, dann halt nicht. Ist natürlich klar, wird schon mal keiner dazu gezwungen, irgendwie abzustimmen. Vor allem, weil diese Anwendung, die hat mir persönlich auch nicht ganz gefallen. Die darf nämlich mal wieder auf Facebook, so wie alle anderen Anwendungen auch, was gibt's da alles, My Kalender oder so, kriege ich dauernd Anfragen. Die dürfen auf deine allgemeinen Daten zugreifen und in deinem Namen posten und sowas. Das finde ich persönlich eigentlich unter aller Sau datenschutzrechtlich, dass jemand oder dass diese Anwendung, bloß weil du irgendeine Anwendung benutzt, zum Beispiel bei King of Webmas und votest, dass die in deinem Namen auf deinem Facebook-Account Sachen posten kann. Das ist mir so ziemlich gegen Strich gegangen, sozusagen, und deshalb war ich mit dem Vote-System einfach nicht zufrieden. Aber natürlich ist das jetzt die Sache von King of Web, die wollen es natürlich verbreiten und so haben sie eine möglichst große Zuschauerreichweite, sage ich jetzt mal. Wenn einer da mal dafür votet, dann wird das irgendwie automatisch auf Facebook wohl geteilt, dann können es alle anderen sehen, dann so gucken die, ach okay, was hat denn der da gerade gemacht? Hat er mitgestimmt, was ist denn das eigentlich? Okay, gucke ich auch mal und zack hat King of Web, sage ich jetzt mal, praktisch einen neuen, der darauf aufmerksam geworden ist. Das ist praktisch die Masche in dem Fall von denen, kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich sag eher, muss nicht sein. Besser wäre es, wenn man einfach sich auf der Seite zum Beispiel einen Account machen müsste, sich dort registrieren müsste, vielleicht nur mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort, das war's, irgendein Passwort, das nicht aussucht und wie es bei vielen anderen Sachen auch so ist und dann auf einmal, ja wie soll ich sagen, ein einziges Mal komplett abstimmen kann. Ein einziges Mal in den 2 Wochen, wo es läuft, kann man nur abstimmen. Nicht jeden Tag 10 Mal abstimmen und auch nicht mit dem Premium-Account, sage ich jetzt mal, noch extra Votes und ähnliches hat, weil das nämlich in dem Fall Geldmacherei vom King of Web. Auf jeden Fall. Von sowas würde ich eigentlich abraten. Das finde ich eigentlich nicht so
toll, nach dem Motto, okay, irgendwie müssen sie sich finanzieren. Ich glaube, das ist eigentlich der Sinn der ganzen Website gewesen oder wie die sich finanzieren und wie die auch Preisgelder und alles austeilen, dass sich Leute wohl irgendeine Art Premium-Account machen. Könnte ich jetzt auch wieder lügen, weil ich es nicht genau weiß. Ist jetzt auch wiederum nur eine Vermutung und mein Spitzhack ist ziemlich weg. Einsammeln noch, dann gehe ich wieder hoch und raus. Und ja, es ist so ein Thema, wo sich die Meinungen streiten, alles quer durch die Gegend fliegt, aber ich kann nur eins so viel sagen, ich will jetzt hier keinen, sag ich jetzt mal, so kränken in seiner eigenen Meinung, dass er, sag mal, wie sind der drauf? Der manipuliert die ganzen Leute, schickt die auf das Video, dass die für den abstimmen und dann erzählt noch so einen Müll hier im Let's Play und alles. Oh, ist eigentlich nicht so von mir geplant, also das war, wenn ich praktisch die Kurzfassung in einer Story erzählen müsste, würde ich sagen, King of Web, ich habe zufällig einen Livestream reingeschaut, weil ich war nebenbei irgendwie am Schreiben oder so mit jemandem und dann habe ich einen Livestream reingeschaut und dann habe ich gesehen, der lag hinten und habe ich gedacht, okay, ja, YouTube-Kollege, pass auf, machst ein Infovideo, vielleicht hilft's ja, vielleicht gewinnt er noch, ich würde es ihm gönnen und machst halt ein Video, gönnst ihn, lädst hoch, manchmal Eisen holen, lädst hoch und dann gucken wir, was passiert, ganz einfach so. Und habe ich es halt gemacht, fertig, ohne groß nachzudenken. Ich glaube, man kann sich über so viele Dinge den Kopf zerreißen, aber im Endeffekt ist eigentlich gar nichts Schlimmes, in Anführungszeichen, so sage ich jetzt mal, passiert. Ich habe in dem Fall schon oder im Hinterkopf gehabt, dass es keine böse Sache in der Art ist, also nach dem Motto Kony 2012, da kann man es jetzt auch wieder nicht mit vergleichen, finde ich jedenfalls. Mit dem wahllos folgen, bloß weil man Fan von einem ist, das kann ich dann schon eher verstehen, wie es Tom erzählt hat. Oder das heißt Fan, ich tue mich immer so schwer mit dem Begriff Fan. Ich sag mal Zuschauer. Ich habe keine Fans, ich habe Zuschauer. Das Skelette habe ich auch. Meistens habe ich noch irgendwelche Typen, die mich killen wollen oder so. So. Gut, also sagen wir mal Zuschauer. Die haben halt irgendeinen Favoriten und den sie gerne unterstützen. Sie schauen auch schon die Videos gerne, liken ein Video oder teilen es auch gerne oder teilen mal einen einzelnen Beitrag, also im Sinne des Videos. Aber wie viele Zombies haben wir denn hier eigentlich? Habt ihr jetzt endlich mal Ruhe? Ich habe immer noch kein Schwert. Ich habe auch gleich keine Pfeile mehr. Ich habe noch 13 Pfeile. Verdammt. Irgendwo war ich stehen geblieben. Ja, ich wollte Eisen holen. Und, mit einem Satz einen Faden verloren, wegen diesen verdammten Zombies. Irgendwann sage ich euch, erfinde ich ein Anti-Zombie-Spray. Spray komplett den Raum mit ein. Und dann habe ich die Fackel neu erfunden. Egal. So, ich wollte Spitzhacken machen, einige, und ich wollte mein Inventar entleeren. Das kommt ein bisschen Schrott hier raus da. Dingens. So. Und diese Leute folgen einfach dann praktisch den Favoriten, unterstützen diese auch bei einem Gewinnspiel und freuen sich auch darüber, wenn etwas zurückkommt in Form eines Gewinns, sage ich jetzt mal, was er verlost. Finde ich persönlich okay. King of Rap war in dem Fall nur das Medium. Und wenn es jetzt irgendwas anderes wäre, ich glaube, Debitor, kann das sein, habt ihr irgendwas mit so einer Bubble oder so gemacht? Ich weiß es nicht, wo er auch mal was gewonnen hatte. Warum nicht, wenn er Leute hat, die ihn unterstützen? Solange es nichts Schlechtes ist, ist es ja eigentlich okay. Es ist ja auch als rundherum erklärt worden, praktisch. Ich weiß es nicht, es war so die spontane Meinung. Im Prinzip kann man das so zweispalig sehen. Und ich denke im Prinzip so auf beiden Meinungen, bin aber, glaube ich, aufgrund der ganzen YouTube-Geschichte eher so kollegial gestimmt, sage ich jetzt mal, dass ich lieber die Leute dann so in dem Fall unterstütze. Und uns einfach, ja, vielleicht wird man auch mal zurück unterstützt, sei es in irgendwelche Arten Hinweise, wenn man mal Hilfe braucht. Es sei denn, man macht irgendwie ein gemeinsames Projekt oder so. Also Commander Krieger hat mich dadurch praktisch auch kennengelernt, hat er im Stream auch, glaube ich, angesprochen. So als Beispiel irgendwie genannt, ja, ansonsten hätten wir uns zum Beispiel jetzt auch gar nicht kennengelernt ohne das Ganze. Ich so, ja, okay, war eigentlich ganz nett. Ich habe jetzt zum Beispiel neue Kontakte dadurch geknüpft. Für mich war es natürlich auch vorteilhaft, ist klar. Und für ihn dann in dem Fall auch. Er hat zwar einen zweiten Platz gemacht, immer noch etwas, aber auch ein bisschen Geld gewonnen, mit dem er dann was anfangen kann. Und es ist ja nicht so, dass es jetzt einsteckt und dann verraucht, vor allem Ding, weil er ja aufhören wollte mit dem Raufen oder gerade dabei ist. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht. Keine Ahnung. So. Diskussion ohne Ende jetzt. Ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, was er dazu meint. Wenn ihr jetzt sozusagen alle geht, Spark, was denkst du dir? Ist ja voll furchtbar. Wie kann das sein? Was fällt dir eigentlich ein? Du hast uns alle voll manipuliert und hast uns alle voll hier da drauf geschickt und ähnliches. Dann muss ich sagen, sorry eigentlich. Ich bin eher nach dem Motto unterwegs gewesen, ich unterstütze einen Kollegen. Ich habe nichts Schlimmes gemacht, alles okay ausgegangen. Ihr habt dadurch eventuell einen Gewinn was bekommen, was er verlosen wird. Und ich habe neue, wie gesagt, neue Kontakte geknüpft. Im Prinzip ist alles okay gewesen. Das mit dem sinnlosen Folgen, oder das heißt sinnlosen Folgen, diesem
unbewussten Folgen, das ist so eine Geschichte. Kann man sich drüber kloppen. Ich glaube, man sollte schon generell nachdenken, was man tut, aber in gewissen Situationen ist es manchmal gar nicht mal so wichtig, weil da kann man sich drüber streiten ohne Ende, man wird nie zu einer Lösung kommen, man hat so viele Meinungen im Endeffekt. Jedenfalls nochmal an Shuffle oder Tom, ich kann ihn vollends verstehen. Da habe ich ihm auch gesagt, ich fand es jedenfalls auch, oder ich habe auch gesagt, dass es wirklich so toll ist, dass man sich so gut mit ihm unterhalten kann, es wird demnächst auch noch Together kommen. Und da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Wird wahrscheinlich eine Adventure-Map sein. Ja, ich weiß, ich stehe sinnlos rum, gucke momentan, orientiere, aber ich bin so wieder Multitasking. Also jetzt musste ich gerade ein bisschen auslagern auf 50% Gespräch und 50% Spielen, weil ich mein Inventar neu sortiere. Und ja, ich bin wieder am Quasseln ohne Ende. Ich habe schon wieder überzogen. Ein paar Sätze müsste ich vielleicht noch zu sagen, ich weiß nicht. Ich bin jedenfalls auf das Feedback diesbezüglich gespannt. Ich schaue mir das Ganze mal an. Oder lese mir das durch allgemein und dann gucken wir mal. Nimmt's mir nicht allzu böse, falls ich jetzt irgendwas kaputt gemacht habe oder so. Ich glaub's nicht, sag ich jetzt mal. Ich glaube eigentlich, dass noch alles im Rahmen des Okays ist. Denke ich jedenfalls mal. Weiß nicht. Obwohl, vielleicht muss man gucken, werd jetzt, wenn ich die Folge beendet habe, wahrscheinlich auch noch eine Meinung bekommen von jemandem. Ich habe sozusagen jetzt gerade Live-Zuhörer, um es so auszudrücken, Live-Zuhörer. Die Person kann jetzt aber nicht sagen, weil ich nämlich gemutet habe. Das Headset hört nämlich auch an wie ein Helikopterfeld. Also mit einem ziemlich dicken Rauschen drin, dann müsst ihr. Oder dann habe ich. Ich rausche sowieso schon mit meinem Headset, jetzt habe ich hier ein übelstes Rauschen drin. Ich weiß nicht, ob man das noch rausfiltern kann. Naja, ja. Gut. Ich bin massig am Überziehen, 11:30 schon wieder. Ach, was soll's. Theoretisch könnte ich jetzt wieder weiter produzieren ohne Ende. Ich muss sagen, der Tempel ist jetzt eigentlich, es geht in Richtung Finale. Das läuft jetzt so in der Mitte unten ein bisschen zusammen, ein bisschen vertieft, wo ein kleines Podest ist, sage ich jetzt mal, mit einem Glowstone. An der Decke kommt noch eine Lampe dran. Und da hinten ist jetzt ein Gang, der da reingeht und da unten wieder rauskommt, so eine Art. Und da kann man noch weitere Gänge, zum Beispiel da an die Wand legen, da an die Wand, da an die Wand, Geheimräume bauen, Grabkammern oder ähnliches. Da müsste ich eventuell mal gucken, bringe noch ein bisschen Abwechslung mit rein. Und ansonsten noch halt gucken wegen Aufzug. Das wäre auch ein Projekt von der Mobfalle nach oben. So, ich habe jetzt überzogen wieder mal, aber das ist egal. So, ich habe eh nur gelabert sozusagen, kann ich ein bisschen überziehen, komm, macht nichts. So, weil das Thema in dem Fall, glaube ich, ein bisschen wichtig war. Ich könnte jetzt auch theoretisch noch weiterreden. Ich habe hier eine Jack Daniels Box rumstehen. Die ist aber leer. Fällt mir gerade so ein. Kann man das hören? Ja. Keine Ahnung. Ach so, das war mal, hatte ich mal Thekendienst gehabt und da gab es die Dinger massig. Sind am Abend ein paar Flaschen über die Theke gegangen. Egal, das war eine andere Geschichte. Die lasse ich lieber mal da stehen. Nein, ich habe nichts getrunken oder ich trinke selbst eigentlich ziemlich selten. Das ist schon ein Jahr her oder so, aber das ist tolle Deko. Boxen, ja. Der steht übrigens auch direkt neben meinen normalen Boxen, die sogar noch ein bisschen größer sind. Gut, dann tschüss und danke fürs Zuhören. Falls das letzte Gelaber noch interessant war, weil ich jetzt ja hier wirklich nur stehe und nichts bewege und so. Anmerkungen halt so Randnotizen war das so. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Let's Play-Folge. Ich glaube, ich lobe mich da tausendmal. Egal. Tschüss.